Hola, chicas. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hi, wie geht's euch? Super. Wie ist das? Ja. Sehr gut. Ja. Sommergefühl, Arbeit und auch Auszeit. Schaust du das schon? Oh ja, bei dir geht's. Ich brauche Farbe, aber das kommt erst im Urlaub. Aber die interessante Frage für die Teilnehmer vom Duguatulos-Programm ist, was ist jetzt das Puls, das Gefühl vom Duguatulos-Programm in Mitte des Sommers? Also ich finde es total spannend, weil jetzt geht es wieder ganz steil bergauf. Wir haben, meine Erfahrung war jetzt, dass wie es an die 6 Monate herangekommen ist, war es ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Viele haben so ein bisschen ein Loch, ein Sommerloch gehabt, wo sie, wo kein Fortschritt, kein gefühlter Fortschritt war, weil wir sehen sehr wohl den Fortschritt. Und aus dem Grund haben wir ja jetzt auch diese Statusgespräch-Geschichten, also diese Einzelmentorings gemacht mit jedem Einzelnen. Da sind wir gerade mittendrin und wir merken anhand dieser Gespräche, dass es wieder steil bergauf geht. Also ich bin total begeistert, weil ich hatte noch nicht so viel Zeit mit den einzelnen Leuten, weil Sophie ist die Happiness Managerin und schreibt immer mit allen, aber ich habe jetzt noch nicht mit jedem Einzelnen gesprochen und diese 20 Minuten, wo wir uns mit den jeder Person einzeln unterhalten, das finde ich so cool, absolut, weil es sind so tolle Ideen dabei. Also ich bin erst jetzt so richtig begeistert von all diesen Leuten. In den Workshops ist immer so ein riesen Gewusel und die lernen sich untereinander kennen. Aber wir wandern ja immer von einer Gruppe zur nächsten und wow. Das ist auch für mich, also auch wenn ich mich mit den Ideen natürlich schon viel auseinandergesetzt habe und mehr Kontakt habe, sage ich jetzt in Anführungszeichen, als die Romy, also mehr Einzelkontakt. Trotzdem bin ich bei einigen wirklich richtig überrascht. Und das ist auch so der Punkt, warum die Gespräche auch für die, die jetzt gerade aktuell so eine leichte Flaute erlebt haben, total spannend, weil indem sie uns auf ihren aktuellen Status bringen, bemerken sie auch erst manchmal, wie weit sie eigentlich schon gekommen sind und dass die Reise schon so cool ist und dass die Zukunft auch so rosig ausschaut. Und das fasziniert mich gerade total. Und wir kennen das ja auch aus unserer eigenen Selbstständigkeit, mit Up and Downs umzugehen, ist ja das, was eigentlich ein Startup und ein Entrepreneur auszeichnet. Absolut. Wer das schafft, wieder raufzukommen, der kann damit leben und wird zum Startup. Ja, sicher. Absolut. Und ich glaube da genau, diese Mini-Coachings, die ihr macht mit jedem Teilnehmer von einem Duo-Jura-Programm, das ist super wertvoll, weil ihr kann dann den Puls nehmen von allgemein, aber auch die Einzelpersonen und auch die kleine Korrekturen oder Aspekte einbauen in das Programm, weil es gibt noch ein paar Monate Zeit und es kommt noch nächsten Monat eure Workshop. Ja, ja. Und wir, liebe Leute, haben jetzt einen Workshop, der heißt Get Your Shit Done. Und es geht um die Erstellung einer Roadmap. Und warum machen wir das? Der Punkt ist nämlich der, dass wir bisher lieb zu euch waren, sagen wir mal so. Also es do gab, what you love. Do Mach, what you love. Willst. Es gab wenig Regeln, ein paar schon, also Linktree. Weniger Druck. Weniger Druck. Aber jetzt ist das halbe Jahr vorbei und jetzt geht es mit wirklich, wirklich flotten Schritten zum Pitch im Dezember. Weil es ist so und dann ist schon vorbei. Ja, ja. Und damit, so lässt es hartes Puls. Ja, jetzt ist harte Sachen angesagt. Und damit wir am Ende im Dezember auch wirklich, wir arbeiten jetzt ein Jahr insgesamt alle gemeinsam an euren Do What You Loves, ihr selber, miteinander im Team und so weiter. Und nicht nur wir wollen immer High Quality für euch abliefern, sondern wir wünschen uns natürlich auch, dass jeder Einzelne höchste Qualität auf der Bühne abliefern kann. Und jetzt gibt es einfach ein paar Spielregeln, die zum Pitchen führen. Und eine davon ist jetzt die Roadmap. Erstellung. Und was ist genau diese Roadmap? Was bekommen die Teilnehmer davon? Was sind die Vorteile für die Teilnehmer? Also ganz genau gibt es 8 Vorteile von einer Roadmap. Absolut. Vorteil Nummer 1? Klarheit. Also Klarheit ist, wenn du eine Roadmap für dich erstellst und für dein Projekt, dann klärst du damit deine Einzelziele ab, aber auch, wie diese Einzelziele zur gesamten Strategie passen oder zum gesamten Konzept von dir selbst passen. Vorteil Nummer 2 ist die klare Kommunikation, also nicht nur die Klarheit in der Strategie, sondern auch in der Kommunikation. Du hast es vor dir, du hängst es dir an deine Bürotür oder auf deinem Computer oder digitalisierst es dir und weißt dann genau, was jetzt in den nächsten Monaten
so los ist und musst nicht herumlegen, überlegen, was mache ich denn heute, was ist denn das Wichtigste, sondern du hast es einfach einmal notiert. Und vor allem auch für dein Team notiert, was ist jetzt schon Punkt 3? Mich zum nächsten Punkt, nämlich der Koordination bringt, weil indem du diese klare Strategie teilst mit allen anderen, verbesserst du natürlich auch dann die Kommunikation und die Koordination zwischen den Teammitgliedern. Mhm. Und nur weil man alleine ist, heißt das nicht, dass man nicht auch als Team sich selbst sehen kann und selbst sehen kann, was sind die Aufgaben und wem brauche ich vielleicht von außen noch dazu. Genau, das bringt uns direkt zum Punkt Nummer 4. Okay. In so einer Roadmap werden auch die Verantwortlichkeiten geklärt. Zum Beispiel, ich bin in meiner Personalunion auch verantwortlich für meine Buchhaltung, aber nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche für die offenen Postenliste und einmal im Monat für die Buchhaltung selber, genau, die Belege zu verschiedenen Rollen, die man hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass in so einer Roadmap die Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Und was noch? Ja, als fünften Punkt darf man natürlich auch nicht übersehen, wir haben jetzt von kleinen Zielen gesprochen, aber das Ganze braucht auch eine Ausrichtung. Das heißt, es braucht diese Ziele im Ausgleich zu den Unternehmenszielen. Also es muss einen gewissen Grad von Ausrichtung geben. Und dann gibt es noch einen Punkt, Romy. Genau, wir werden an diesem Workshop-Abend nicht nur diese Roadmap erstellen, sondern wir werden auch gewisse Ressourcen spielerisch einbringen. Ressourcen wie Kooperationspartner, aber Ressourcen auch wie finanzielle Mittel. Also stell dir vor... Alle möglichen externe Ressourcen. Genau, externe Ressourcen. Und diese Ressourcen können diese Roadmap dann wieder auch anders aussehen lassen. Also wenn du jetzt ein Investment bekommst von 250.000 Euro für die nächsten und übernächsten Ziele, dann schaut die Roadmap wahrscheinlich ein bisschen anders aus, als wenn du das durch die laufenden Einkünfte Beispiel von früher, also vielleicht musst du dann die Buchhaltung nicht selber machen, weil du hast Geld, zu auslagern. Ja. Ganz genau. Okay. Was machen? Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich auch besonders, wenn man ein Investment hat oder Kooperationspartner hat. Entschuldigung, wenn ich immer so mache, aber wir haben eine kleine KI-Drohne, die hier rumfliegt. Die macht die Nahaufnahmen. Die Fliegen-KI-Drohne namens Fliege. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du dann wirklich auch ein 250.000 Euro Investment zum Beispiel hast oder wenn du ein Team dir aufbaust in der Roadmap und alles das ist, dass du aber priorisieren lernst, weil das eine ist vielleicht in deinem Kopf gerade riesig groß von der Priorität, ist es aber gar nicht. Das heißt, eine Roadmap kann auch dabei helfen, Priorisierungen zu setzen, Entscheidungen und in eine Timeline zu bringen und auf die wirklichen Probleme oder Herausforderungen zu fokussieren. Um beim Beispiel bei der Buchhaltung zu bleiben, ich hätte mich jetzt zum Beispiel eine Woche lang darüber ärgern können, dass einer meiner Kunden nicht zahlt. Tue ich aber nicht, ich ärgere mich nur am Freitag darüber und löse das Problem, indem ich anrufe. Genau. Und der letzte Punkt, Romy? Der letzte Punkt ist auch wichtig, ist dass man beschreiben kann, wie der Fortschritt ist. Wenn man externe Leute überzeugen möchte, wenn man neue Mitglieder ins Team holt oder wenn man andere davon berichten möchte, wie zum Beispiel beim Pitch. Beim Pitch ist es ganz wichtig, dass auf einer Slide diese Roadmap drauf ist, um andere Leute darüber zu informieren, was ist schon alles passiert, wo bin ich heute, was wird die nächsten Monate passieren. Und mit Investment XY wird es so viel schneller gehen. Genau, was fällt dir zwischen diese zwei Punkte von heute und Zukunft? Sehr gut. Okay, das klingt wirklich entsprechend. Welche andere Tools habt ihr vor, für die Teilnehmer zu... Ja, wir haben uns ein Tool überlegt für euch. Das werden wir jetzt nur ganz kurz andeuten, weil das wird es dann im Workshop noch im Detail geben. Auch wichtig, unsere Workshops sind ja immer deswegen auch so super magisch und toll, weil die Leute im Team zusammenarbeiten. Also Leute, die von der Idee aneinander noch nicht so viel kennen, die holen wir zusammen, erklären sich gegenseitig die Idee und arbeiten dann gemeinsam. Und so kommt wieder ganz ein frischer Geistesblitz auf eine Roadmap-Erstellung drauf und es wird um die Ecke gedacht und man kommt zu ganz neuen Lösungen und Möglichkeiten, wie man so eine Roadmap auch noch sehen kann. Vor allem, das ist auch der wichtige Punkt, weil oft
ist man ein bisschen betriebsblind. Und ein anderer Faktor Mensch, also ein Partner, der dich zwar schon kennt, aber noch nicht so gut kennt, der kann einfach Türen öffnen, an die man noch gar nicht gedacht hat. Mhm. Ist ja bei Rumi und mir nicht anders. Oft ist der eine oder der andere so verkopft und dann komme ich daher oder die Rumi daher und sagt, tadam! Und dann, ach ja, ganz genau. Ja. Und dann kommt der Miguel noch dazu und dann ist überhaupt alles genial. Mhm. Ja. Leute, kommt unbedingt zu dem Workshop, es wird super. Ja, absolut. Und bitte vergesst nicht, euch anzumelden. Mhm. Okay, wir sehen uns. Vielen Dank, Romy und Sophie, für eure Zeit. Danke, Miguel. Bin gespannt. Und wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao, bye.